Ich fühlte mich eigentlich immer schon als Trapper, weil ich immer mit Fellen unterwegs war und so. Und so, ja, hier habe ich das kennengelernt und das war eigentlich mein Ding. So, ne? Wenn gestandene Männer ihre Bürokleidung gegen Bärenfell und Büffelhelm tauschen, Heinz Hendrich alias Sir Henry genüsslich sein Friedenspfeifchen raucht oder Dozent Frank Turning zum Mountain Man Mississippi mutiert, dann ist das mehr als ein Kostümfest. Dann ist das leidenschaftlich gelebte Nostalgie. Mississippi lebt seinen Traum. Er fühlt sich als Reinkarnation eines kanadischen Trappers. Ja, ein Trapper, der in der Zeit zwischen 1780, 1820 so gelebt hat. Im Sommer haben wir Spaß gehabt, im Winter waren wir dann auf Felljagd. Zum Beispiel mit solchen Fallen, das ist so eine Wolfsfalle. Wir sind auf der Wolfsmeile, dem Trucker- und Country-Festival im Zentrum Schleswig-Holsteins. Einmal im Jahr verwandelt sich der ehemalige Militärflugplatz Hungriger Wolf zur attraktiven Fanmeile. Treffpunkt für Abenteurer und Romantiker, Technikfans und Schaulustige. Circa 25.000 Menschen besuchten die viertägige Veranstaltung, um den Hauch des Wilden Westens zu spüren. In dem original nachempfundenen Westerndorf erklären sogenannte Authentiker die Herausforderungen der damaligen Zeit. Einfach eine praktische Geschichte. Und das sind original Trapperstühle. Sir Henry ist einer von ihnen und begeistert die Besucher mit seinem Fachwissen. Damit konnte man auch schon einen Büffel umlegen. Eine der herausragenden Attraktionen waren die Tipis. Diese durchdachten Nomadenzelte stehen für vollkommene Harmonie mit der Natur. Der Rundbau dient als Wohn-, Schlaf- und Kochplatz. Und durch die doppelwandige Konstruktion ist es innen selbst bei Außentemperaturen von minus 20 Grad noch gemütlich warm. Showtime. Ob Taufe oder Hochzeit und auf einem Himmel, Christian Gericke ist der Undertaker, Priester, Bestatter und Standesbeamter in Personalunion. Wie schon der Herr sprach, du Tom, bist du gewillt, deine neben dir sitzende Susanne zu ehelichen? So beantworte bitte ja, ich will. Kraft meines Amtes als Beerdigungsunternehmer erteile ich euch hier den Segen. Wenn es erforderlich ist, dann mimt er auch den Friedensrichter. Und in dieser Funktion kennt er kein Pardon. Einer der Akteure hat mit einer Showwaffe aus Spaß auf einen Passanten gezielt. Ist ja egal, ob da eine Patrone drin war oder nicht. Man macht das nicht. Man macht das einfach nicht. Das entweder nach unten auf den Boden zielen oder aber ganz sicher gehen, dass im Umkreis von mindestens 200 Metern überhaupt keiner steht. Gelbe Karte und ab an den Pranger. Klar, dass die Besucher bei solch einer Eierschlacht ihren Spaß haben. Stockbrot backen am Lagerfeuer. Für Ungeübte nicht ganz einfach. Gleichmäßig drehen, damit aus dem Hefeteig kein Schwarzbrot wird. Traditionell wird auch bei den Siedlern gegrillt. In geselliger Runde mit Freunden in freier Natur. Das ist der Traum, der viele reizt. Ich bin hier, weil es eine reine Familie ist. Wenn ich es brauche für meine Seele, das ist, gibt einen Kraft. Und wir wollen die Indianer, die in Amerika diskriminiert immer noch werden, helfen, dass sie nicht mehr Menschen zweiter Klasse sind. Hands on war die Devise. Selbst mal ausprobieren, wie man sich damals ohne PC und TV die Zeit vertrieb und dabei spielerisch seine Geschicklichkeit in alten Jagdmethoden trainierte. Altes Kunsthandwerk durfte natürlich nicht fehlen und wurde reichlich bestaunt. Und so erfährt man, dass schon die alten Ägypter vor 3500 Jahren auf der Holzbank werkelten. Diese Wippdrehbank oder Fitzelbank wurde allerdings erst im 13. Jahrhundert erfunden. Kunst ganz anderer Art stellt Jörg Hasenöhrl her. Er ist Deutschlands Hoffnung im Speedcarving, im Schnellschnitzen. Wie kommt man zum Skulpturensägen? Ja, das Brennholz machen möchte ich dazu gekommen. Komm, seit 3 Jahren mache ich das jetzt circa. Boah, ist doch ganz erfolgreich. Was als Schlechtwetterarbeit der Holzarbeiter begann, entwickelt sich immer mehr zur professionellen Kunst. Speedcarving ist eine Sonderform, bei der innerhalb einer festgelegten Zeit eine Skulptur aus einem Holzstamm gesägt werden muss. Und Jörg Hasenöhrl beherrscht das als einer der Besten. Ich habe mich qualifiziert zur deutschen Meisterschaft. Die ist in Fischbach im Oktober im Speedcarving, im Schnellschnitzen. Das ist Schnitzen auf Zeit, zwischen 30 und 70 Minuten. Ja, bringt Spaß. Filigranarbeit mit brutalem Werkzeug, doch scheinbar hat er ein feinsinniges Kunstgespür für das Wesentliche.
Showauftritt der Freedancer aus Hennstedt. Line Dance, Tanzen in Reih und Glied. Eine Mischung unterschiedlichster Volkstänze, die aus der neuen Welt als Line Dance zu uns zurückkam. Dies ist nicht die A7 zur Raschauer, das ist der Einzug der Gladiatoren. Circa 350 Nutzfahrzeuge formierten sich entlang der Startbahn zum längsten Truckstop Norddeutschlands. Doch absoluter Hingucker war der Showtruck von Thorsten Niebel. Ein Peterbilt aus dem Jahre 1988. Liebevoll aufgemotzte 500 PS mit einem Hauch von Luxus. Flieger, wir besuchen damit ausschließlich Showveranstaltungen, wie zum Beispiel dieses Truckerfest, Country, Line Dance Events, Messen, alles was so in diese Richtung geht, ne? Amerikanisches Feeling. Und darum geht es, Träume wecken von grenzenloser Freiheit. Für ein paar Euro konnte man sich diesen Traum erfüllen und mit den tollkühnen Männern in ihren fliegenden Kisten die nähere Umgebung erkunden. Eine rundum gelungene Veranstaltung für Groß und Klein. Und wenn der Bulle mal zu sehr bockte, dann war das auch nicht weiter schlimm, denn schließlich stand der Spaß im Vordergrund. Man sieht sich zum Country- und Racker-Festival 2010.